Und damit willkommen zu einer neuen Runde. Haben Sie zwei wieder dabei, der liebe Justin. Gute. Checkt auch mal bei ihm den Kanal ab. Und ja, die Omsi-Heinis sind wieder da. Die Omsi-Heinis, ja. Da, die Omsi-Heinis mit dem beschissenen Beschissensplan sind unterwegs, ne? Moment, dein Beschissensplan, ich meine. Ach ja. Wenn jedes Video von dir hätte ich. Ja, das wäre cool, weißt du, Lukas, ich meine, du bietest so guten Support, ne? Und du unterstützt mich ja so tatkräftig. Weil ich teile jedes Video, also jedes Video, was ich jetzt annehmen werde oder anschauen werde, werde ich auch noch weiter teilen. Und das sind einige. Moin moin. Weil das ist mir ja. Moin. Weil das ist nämlich das, was man nämlich auch machen muss. Weil sonst kommt es nämlich nicht weiter. Ja, ja. Ja. Und wenn es nur ein Daumen ist mit nice Video, ist da kein Problem. Wie viel? Okay. Ah, genau, wir können jetzt schon losfahren. Perfekt. Nächste Haltestelle. Weil ich finde es leider. Was? Einfach ja, ich habe eine Abfahrt verpasst. Ah, super. Hallo. Bin unterwegs. Justin, kannst du auch mal wenn du dich verfährst, deine Schnapsflaschen verstecken? Oh. Ich hab Schnapsflaschen. Ja, hab ich auch gerade gesagt. Ich hätte es ja nicht sagen dürfen. Schnapsdrossel GmbH. fahren für rein Silbergold. Nein. Der Besuchsplan. Ja, ey, perfekt, ey. Jetzt kannst du hinter drauf so eine Schnapsflasche machen. Ja? Der Pesowski-Plan, ne? Ja, mach das. Mach er mal. Made by Batalo 89. Ja, genau. Warte, ich mach noch einen Clip daraus, dann können wir das Ganze nämlich noch erinnern, ne? Sag mal, was habt denn ihr für einen Betrieb? Ich weiß nicht. Hier sind irgendwelche. Ja, super Busfahrer unterwegs. Ach. Oh, mein lieber Gott im Himmel. Oh, es wird grün, schön. Lukas lacht sich schon wieder ab, ey. Lukas, Donnerstag. Donnerstagmorgen. Jetzt Popo haue. Nee. Hallo, guten Tag. BS15. Denk dran. Achso, meine Lieben, und liest gerne bitte die Info durch, weil das ist nämlich wichtig, dass ihr nämlich auch Bescheid wisst. Kommende Woche wird es nämlich auch noch ein Rätsel geben. Und ich möchte dann nämlich auch noch, genau, Bausimulator vergeben. Nein, ein Mod. Status weg. Sauber, was fahrt denn ihr für eine Scheiße da vorne? Ich glaube, man müsste geradeaus, oder? Nee, abbiegen. Okay. Rechts. Yes. Ah, ich glaub's nicht, ey. Ich war voll über die Blanke hier. Weil dann halt nicht so halt ist nämlich Zweckelbahn. So. Ja, das Problem ist, Lucy, dass du Mod und VIP nicht zusammen vergeben oder ich weiß doch vergeben kannst, aber dann verliert er irgendwie einen Status. Ne? Das ist halt. Aber ich muss mal gucken. Also auf jeden Fall werde man ein schönes Rätselrad draus machen. Aber es wird halt
Bleib stehen mit dem Auto. Stimmt, das stimmt, das stimmt. Und das wird quasi dann für... Also in der Zeit, wo wir das machen, werden wir auf jeden Fall im... vielleicht für die Moderatoren interessant, da wird ein Follower-Modus. Also der Chat wird auf Follower-Modus drin sein, dass die halt die Entscheidung mittreffen können. Alter, das ist jetzt nicht auf der neuen Bravo jetzt draus, oder? Hä? Ah, okay. Wir sind fertig mit der Bravo jetzt, dieses zu Ende. Oh, Rivali. Naja. Es gab mal bessere. Ja. Zeig dir ganz ehrlich. Ja. Weil Sailor Moon habe ich jetzt echt keinen Bock drauf. Warte mal ganz kurz. Wo ist denn die jetzt? Nächste Haltestelle, Zentralfriedhof. So. Nein, lieber nicht. So, genau. In der Zeit wird nämlich auf jeden Fall der Chat auf Follower-Modus starten und da werden wir das Rätsel quasi dann stellen. Ne? Also wie gesagt, es können sich ein paar zur Verfügung stellen, da hat Lucy ganz recht. Und die, wo halt da länger dabei sind, also ich werde auch, wo ich meinen YouTube-Kanal platt gemacht habe und noch Star Wars The Old Republic gezockt habe, werden wir uns noch ein paar Fragen überlegen. Ich werde zwar auch nicht alles wissen, wie gesagt, ich werde mir dann das auch alles nochmal angucken. Woher soll ich dann mein Rätsel kommen? Und ja. Gibt Sailor Moon ist doch genau deine Musik, was du wirklich oft streamen hast. Lucy, soll ich doch mal was sagen? Wo ich früher noch in der ersten Klasse war, meine Stiefmutter hatte noch ein Opel, so einen blauen Opel gehabt mit offenen Schiebedach. Es war kein Kadett. Und ich weiß gar nicht, welches Modell das war. Aber jedes Mal, wenn dieses Lied Sailor Moon kam, ich habe das Radio aufgedreht und bin wirklich durchs Schiebedach oben. Oh, Sailor Moon! Na toll. Vandalismus in meinem Bus. Ich habe das wirklich gefeiert. Ich habe es wirklich gefeiert. Ich habe nur schon 7 Euro Schaden gemacht. Oh. Junge, der Bus ist neu, der hat noch gerade erst mal 50 Kilometer runter. Ja, ich muss gerade mal warten, ich habe zur Verfrühung. 25? Oh, was bin ich denn da gefahren? Ich habe es wirklich gefeiert, ey. Und dazu muss ich noch sagen, ja, ich habe mir auch die Manga-Bücher bei jemandem, und die Comic-Serie habe ich mir angeguckt. Ich war kein Sailor Moon-Fan, nein, nur nicht. Und bei meinem Vater, das war immer, wenn mein Vater dann abend oder tagsüber dann auch da war nach der Schule, ich dachte so, oh, Sailor Moon, Sailor Moon! Hast du was am Koffer kaputt oder was? So nach dem Motto, was mein Vater mir dann gesagt hat. Ja, es war schon witzig gewesen, ey. Ich weiß nicht, hat irgendeiner gestern Galileo Story angeguckt? Oder nee. Galileo?
Da ist eine, also ihr kennt ja alle auf Twitch diese, das Grafik, also Grafikabteilung, ne? Also die, wo halt ihr ihrem Kanal unten einstellen, malen, Grafik, zeichnen, oder hast nicht gesehen. So, worauf ich hinaus will, ist Folgendes. Es gibt eine junge Zeichnerin. Das ist hier in Deutschland eine Nische, also Manga-Zeichnerin ist sie. Das ist so eine ganz kleine Nische und ich finde gut, was sie macht. Da unterstütze ich sie voll. Sie hat schon mehrere Manga-Bücher rausgebracht. Und sie macht sich quasi selbstständig, dass diese Zeit, dieser Beruf, Manga-Zeichner oder Künstler in dem Fall, bekannter wird. Und das macht richtig Spaß. Also ich muss sagen, was ich da gesehen habe, die hockt wirklich 10 Stunden am Tablet, malt, zeichnet, macht daraus richtig so Romantik-Stories. Und es ist, also wirklich, also ich hätte gedacht, dass das, ja, wie soll ich sagen, es hat mich überrascht, es hat mich wirklich überrascht. Alles klar, Lucy, vielleicht sieht man sich ja später nochmal. Alles klar, mach ich. Viel Spaß. Und schön, dass du da warst. Wie gesagt, Manga-Zeichnerin, das ist faszinierend. Also es, da musst du schon Ahnung haben, was du da machst. Bye, bye. Genau, sagt man Tschüss für Lucy. Tschüss, Lucy. Keiner verabschiedet sich da. So. Ja, und wir wären auch schon am Ende der Folge angekommen. Justin ist noch hinter mir. So. Hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht, Justin. Ja. Und dann sage ich auch mal bis zum nächsten Mal, ne? Jo. Ciao.